Die kroatische Küste mit ihren zahlreichen vorgelagerten Inseln ist seit jeher ein beliebtes Segelrevier. Kroatien gehört zu den 30 wasserreichsten Staaten der Welt und nimmt europaweit den 3. Platz ein. In Biograd, genau genommen in der Marina Kornati, fand auch wieder die Round Palagruša Cannonball statt. Der Tag des Rennens ist angebrochen. Nachdem die letzten Vorbereitungen getroffen wurden, legten die Schiffe der Reihe nach vom Hafen ab. Alle Teilnehmer mussten ca. 10 Seemeilen zu einer imaginären Startlinie segeln. Von dieser aus erfolgte nach dem Startschuss der sogenannte Hasenstart. Wir sind das Team Safer One 1. Wir sind jetzt das 4. Mal bei der Round Palagruša dabei. Wir sind dieses Jahr gesponsert von der Firma Mella Textildruck, die uns auch Jacken gedruckt haben. Wir kommen aus Korneuburg. Der Chef der Andi ist ein Freund von Wolfgang und ein Co-Skipper. Wir dürfen uns gleich herzlich bedanken. Wir werden natürlich das Beste tun, dass die Firma Mella zum Schluss ganz oben steht. Die Route führte von Biograd nach Ugljan, Dugi Otok, Getešebo, nach Palagruša, Bled, Korčula, Var und wieder zurück nach Biograd. Hervorragend treffenden Slogan entwickelt für die Firma Mella, die da lautet: Denn Mella geht schneller!